Ja, viele von euch wissen ja, dass ich so ein bisschen ein gespaltenes Verhältnis zum Schnellkochtopf hatte. Muss diese Vergangenheitsform bewusst wählen, weil nach ein paar Testläufen haben sich die völlig zerstreut, diese Ängste. Und ich habe mittlerweile ein paar ganz spannende Gerichte im Schnellkochtopf probiert. Unter anderem das, was ich euch jetzt zeigen möchte. Und zwar ist es ein indisches Butter Chicken. Das ist ein in doch verhältnismäßig großer Menge Butter gebratene Gewürze, Zwiebel, Knoblauch und dann kommt dazu ein Huhn, Hühnerbrust. Und das wird dann 15 Minuten im Schnellkochtopf gekocht. Und es ist butterzart, also der Name wird ihm wirklich gerecht. Jetzt beginne ich einmal mit dem Zwiebel. Hier, meinen Freund kennt ihr auch schon wahrscheinlich. Und 15 Knoblauch. Die indische Küche besticht ja nicht nur durch wunderschöne Farben, wie man hier sieht. Schaut, die ganzen Gewürze sind wahnsinnig prächtig. Sondern auch durch wirklich starke Aromen. Also es wird nicht gegeizt an Zwiebel, Knoblauch, Ingwer, wirklich kräftige Gewürze und Aromaten. Und das machen wir bei unserem Gericht jetzt auch. Dann kommen hier 120 Gramm Butter schon in meinen Schnellkochtopf hinein. Das lassen wir jetzt da drin zerfließen. Wenn die Butter schaumig ist da drinnen und so richtig gut zum Duften beginnt, dann geben wir den Zwiebel hinein. Dann lassen wir den Zwiebel glasig anschwitzen. Und dann kommen unsere Gewürze dazu. Was hast du gegen Gewürze? Otto, was ist los? Hast du schon Hunger? Geht das jetzt die ganze Zeit so weiter, du kleiner Störefried? Psst! Psst! Beleidigt. So, hört ihr das? Okay, also die Butter fängt jetzt an aufzuschäumen. Und das duftet, das ist der Zeitpunkt, wo wir unsere Zwiebeln und den Knoblauch dazugeben. Ich habe hier noch ein halbes Kilo Hühnerbrust, einfach nur Hühnerbrustfilets ohne Haut und ohne Knochen, in so 2 cm große Würfel geschnitten. So, was kann ich machen derweil noch? Ich kann ein bisschen Koriander abzupfen, das brauchen wir zwar erst am Ende, aber was wir haben, haben wir. Jetzt kommen unsere Gewürze dazu. Ich habe hier einen Teelöffel Cayenne-Pfeffer. Dann habe ich 2 Teelöffel bzw. einen Esslöffel Currypulver. Dann ist hier 1 Teelöffel Kreuzkümmel. Und, das ist eine ganz spezielle indische Gewürzmischung, ich habe es aber ganz normal im Supermarkt bekommen, nennt sich Garam Masala, davon auch 2 Teelöffel. So, diese Gewürze werden da drinnen jetzt ein bisschen mit angebraten. Dadurch geben sie so richtig ihre Aromenstärke frei. Man duftet sofort. So, jetzt würdet ihr glauben, dass jetzt das Huhn hineinkommt und mit angebraten wird. Aber nein. Jetzt kommt dazu 1 Hühnerfond, pürierte Tomaten und Kokosmilch, 1 Dose. Wir haben immer weniger Zutaten hier, ein sicheres Zeichen, dass wir bald mit dem Zubereiten fertig sind und dass es nur mehr kochen muss. Jetzt lassen wir das einmal aufkochen, diese Flüssigkeit. Jetzt davor noch ein bisschen salzen. So, den Pfeffer spare ich mir jetzt. Ich habe eh schon einen Cayenne-Pfeffer drin, zu scharf wollen wir es auch nicht haben. Jetzt kocht unsere Soße und jetzt kommt das Hühnerfleisch dazu. 500 Gramm Hühnerbrust in Würfel geschnitten und jetzt kommt unser Deckel drauf und schließlich arbeiten wir mit einem Druckkochtopf. So, er ist zu, das hat geklickt. Ich stelle ihn ein auf Stufe 1, das ist die Stufe für die Lebensmittel, die nicht so viel Druck brauchen, wie zum Beispiel Kartoffeln oder ein Rindfleisch, oder das mache ich auf 2, aber das Hühnerfleisch mache ich auf 1. Jetzt warten wir, bis der grüne Ring erscheint und dann lassen wir das 10 bis 15 Minuten drin. Meine Hühnerwürfel werden 15 Minuten brauchen und von der Größe, wie es geschnitten ist. Und dann kommt nur mal ein bisschen Stärkemehl dazu zum Binden und dann ist es schon fertig. In der Zwischenzeit könnte man einen Reis kochen. Also ganz simpel, Basmati-Reis, 1 Heferl Reis, 2 Heferl Wasser, ein bisschen Salz dazu, fertig.
Kannst du nicht entscheiden, Otto, oder? Raus oder rein? Nein, Otto, du. Also dick. Auf Wiedersehen, Otto. Es reicht jetzt. Lang genug gewartet, perfektes Timing. Der Reis ist auch schon fertig. Wir ziehen das jetzt mal weg, obwohl bei der Induktion ist es gar nicht notwendig. Und wir werden jetzt langsam Dampf ablassen. Hier hat man das Symbol zum Dampf ablassen. Wenn ich das jetzt gleich dorthin drehe, dann geht es ein bisschen gach. Und das ist mir etwas unheimlich, deswegen mache ich es eben langsam. Dann ein bisschen Dampf ablassen. Ich glaube auch, dass das für das Essen drin irgendwie besser ist und es nicht gar so abrupt passiert. Wir haben hier schon vorbereitet eine Schüssel zum Anrichten, etwas Koriander. Es kommt nur noch in unser Hühnergericht kommt noch ein bisschen Speisestärke zum Binden. So, jetzt sieht man, der Ring verschwindet schön langsam. Das Gelbe ist kaum mehr sichtbar. Ist auch kaum mehr Dampf drin jetzt. Jetzt können wir es auch schon wirklich die letzte Stufe drehen. So. Das war's. Bisschen Wasser. Da geben wir nur noch unsere Stärke hinein. Rein damit. Und lassen wir es noch einmal aufkochen mit der Stärke drin, damit es eben eindickt. Dann werden wir anrichten. Dann kommt drauf ein Löffel Naturjoghurt. Und etwas frischer Koriander. Fertig. Was sagt ihr jetzt? Ha? Schnell? Gut? Irre gut.